Hallöchen, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge zum R2-D2 aus dem Hause Fernholm mit den Ausgaben 65 und 66. Mein Name ist Sebastian von DevMar Models und im heutigen Video bauen wir an unserer Kuppel die nächsten Details ein, sowie auch eine Verteilerplatte und diverse Kabel. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abonnement, einen Kommentar und einen Daumen nach oben hier auf dem Video da. So, wir nehmen uns als erstes wieder unser Schaumstoffteil, setzen den Helm hier oben einmal rein, also den Kopf. Und dann schauen, dass wir das hier ein bisschen besser ins Bild bekommen. Zumindest ich probiere es. So, also wir haben jetzt hier in beiden Tüten zusammen nochmal 12 von den Plastikschrauben, die wir dann der Anleitung entsprechend weiter im Helm verteilen, um quasi die Außenplatten besser zu stützen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Detailplatten, also eine Platine. Dann hier so eine schwarze Platte, müssen wir nachher mal schauen. Ich glaube nämlich, dass das hier die Halterung ist für eben besagte Platine. Und wir haben noch hier weitere Details, die wir hier noch am Helm verbauen werden. Noch dazu gibt es hier drei Klipse, die man, glaube ich, anschraubt. Also ich meine mich zu erinnern, dass man die schraubt, wo man dann später die Kabel so ein bisschen halt an die Seite verlegen kann mit denen, ne? Also so einfache Kabelhalter. So, dann genau, fange ich jetzt erstmal an, die Schrauben alle einzusetzen und dann schauen wir uns mal die Teile hier an und gucken, was wir mit denen machen. So, ich habe jetzt die Schrauben alle drin, also insgesamt 12 Stück, ne? Bis einschließlich hier. Wo sind wir? Genau, also bis hierhin bin ich gekommen mit den 12 Stück. Hier gestartet, da sehen wir schon überall die weißen Schraubköpfe. Und dann können wir das mal ganz kurz beiseite legen und nehmen uns aus der Ausgabe 45 den zweiten von diesen hier. Nämlich den Prozessorstatus oder die Prozessorstatusanzeige. Und dann braucht man noch zwei von den schwarzen Schrauben, 2,3 x 6 mm. Und dann braucht man einmal die Klarhülle, die jetzt in der Ausgabe dabei war. Wir gehen jetzt von der Öffnung her in dieses Loch hinein. Ich probiere mal, ob ich euch ein Stück höher setzen kann. So, das müsste doch funktionieren, oder? So, okay, dann, wie gesagt, machen wir jetzt als erstes das Klarteil. Das hängen wir jetzt als erstes hier mit der Aussparung entsprechend hier ein. So, dann sollen wir die Anzeige jetzt einsetzen mit Stecker nach jetzt oben. Also alleine vom Neigungswinkel passt es ja nur in eine Richtung drauf. Schrauben das jetzt hier fest. So. Gut, das haben wir. Dann brauchen wir jetzt als nächstes hier diese drei Bauteile. Und zwar so in der Reihenfolge. Und wieder zwei lange Plastikschrauben, also die schwarzen. So, dann sollen wir als erstes das silberne Teil hier einfügen. Dann haben wir an dem silbernen Teil ist hier eine Aussparung dran und hier eine Nase an dem Ring. Das heißt, der Ring passt hier nur an eine Stelle oben drauf.
Und der wiederum nur an eine Stelle hier außen in den äußeren Ring rein, ne? So. Na, jetzt ist es mir hier rausgerutscht. Wo ist es hin? Da. Also müsst ihr ein bisschen probieren. Aber dann geht das auch. So. Okay, so, das Ganze soll jetzt neben die Anzeige, die wir das letzte Mal eingebaut haben, sprich in dieses Loch, und zwar so, dass die Nase, also diese kleine Aussparung hier, nach oben zeigt. Da seht ihr hier im Rahmen dann auch später, wenn ihr das aufbaut, da ist eine Lasche, wo man das einsetzen kann. Und dann setzen wir das jetzt hier entsprechend ein und schrauben das auch hier mit den Schrauben fest. Das haben wir auch gemacht. Dann bräuchten wir jetzt etwas Klebstoff und diese zwei Nupsis hier. Die soll man nämlich jetzt noch hier außen einkleben. Und zwar hier vorne. Seht ihr schon? Da sind jetzt hier zwei so eine Augen drin. Da kleben wir die jetzt ein. Wenn sie mir nicht wegspringen würden. So. Sekundenkleber habe ich jetzt gerade keinen zur Hand. Ich probiere es jetzt mal, ob das hier mit dem Ultra Glue von MIG, ob der da greift. Also greifen wird er auf jeden Fall, aber ob er später die Erschütterung aushält, wenn der Kollege in Betrieb ist. Das werden wir dann sehen. Falls sie rausfallen, kann ich sie immer noch mit Sekundenkleber wieder festmachen. Aber jetzt vorerst probiere ich das mal mit dem Klebstoff. Hier außen ein. Und zwar so weit es geht. So. Das wäre erledigt. Dann schauen wir mal, ob wir noch was machen können. Ja, jetzt bauen wir nämlich hier die drei Kabelhalter. Und silberne Schrauben, und zwar die 2,5 x 4 mm. Ich kann gerade mal schauen, welche das sind. 2,5 x 4. Mal eben ausmessen. Die wären jetzt 4 lang und 2,4 breit. Okay, dann wären das die. So, und die Kabelklipse, die bauen wir jetzt hier in der Kuppel ein. Und zwar fangen wir an als erstes auf dieser Plattform hier. Und schrauben das so fest, dass wir den Steckstift einmal direkt hinter die Linse machen und die Schraube quasi hier im Inneren einmal anziehen. So, den zweiten Clip. Der soll hier seitlich hin.
dritten Clip, der kommt jetzt hier genau mittig daneben. So. So, für den nächsten Bauabschnitt in Ausgabe, ich habe gar kein Licht für euch an hier, 66 brauchen wir einmal den Projektor. Und den sollen wir, muss ich gerade mal schauen, wo das Ganze ist. Ja, okay, und zwar kommt der jetzt hier an diese Stelle, wo hier das schwarze kleine Polester, also quasi hier rechts von denen, wo wir gerade eben die Kabelclips festgebaut haben, da kommt der jetzt rein. Und zwar so, dass die Platine jetzt aktuell nach unten zeigt. So. Und jetzt an den zwei Füßen machen wir jetzt Schrauben rein. Da wird jetzt allerdings nicht gesagt, was für welche. Ah doch, da 2,3 x 6 mm. Gut. Da ist also wieder die langen schwarzen Schrauben. Das haben wir drin. Dann kommt jetzt der Bauabschnitt mit der glaube ich einen von vielen Steuerplatinen. Und zwar setzt man das ganze Bauteil nämlich jetzt hier so ein und schauen, dass die Schraublöcher übereinander passen. Machen das Ganze auch wieder mit den 2,3 x 6 mm Schrauben fest. Sind das eigentlich überhaupt die 6er? Aber andere habe ich gar nicht. Ja. So, die Platine hängen wir jetzt hier auf das silberne Podest oben drauf. Und zwar mit diesen drei Schraublöchern hier. So. Und nehmen da die 2,5 x 4 mm, die wir eben schon hatten für die Kabelclips. So, das haben wir fertig und damit sind wir für heute auch schon durch. So, Lieben, damit sind wir fertig für die heutige Videofolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet viel Spaß beim Mitbauen. So sieht das Ganze bis jetzt aus, ne? Wir haben jetzt hier verschiedene Anzeigen noch eingebaut, beziehungsweise auch den Projektor, den man, wo ist er? Hier sieht, ne? Dann auch eine der großen Platinen, drei Kabelhalter. Und auch die 12 weitere von diesen Plattenhalterschrauben, nenne ich sie jetzt mal. In dem Sinne, schaltet einfach gerne zur nächsten Folge wieder rein, wenn es dann hier mit dem R2-D2 weitergeht. In dem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.